Dann müssen wir das so anschließen. Der kann sich daran anschließen. Der kann sich mal hier Atemschutz holen. Ah, er hat keine Ausbildung. Schade. Oh, jetzt habe ich den von der Pumpe weggeholt. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. So, dann holen wir die mal da raus. Achso. Müssen wir bei dem hier auch machen, ne? Sind alle angekommen. So, die beiden können löschen helfen. Die haben das so geübt, die sind ein gutes Team, dass sie das genau gleichzeitig machen können. So. Gleich ist ja alles abgebrannt. Kann er da hinten hin? Bestimmt nicht, ne? Gut, dann holen wir mal einen mit einem Feuerlöscher. Obwohl, vielleicht Atemschutz doch. Na, der hat wahrscheinlich auch keine Ausbildung dafür. Dass der mal da hinten das löscht. Vielleicht noch einer. Ja. Gut, da hinten braucht man noch einen mit Feuerlöscher. Habe ich gerade gesehen. Da kommen wir mit dem Fahrzeug nicht hin, ne? Das ist blöd. Was ist das? Der kann nichts. Da ist der dabei, der kann sich auch einen Feuerlöscher nehmen. Der kann das auch, aber der bleibt mir da. Der kann halt damit helfen zu löschen. Vielleicht kann der hier mal noch eine Lagemeldung abgeben oder sowas. Ah, dann geht er rein. Du hast die Zeit. Klar, mach erstmal den Kofferraum zu. Wo soll sich denn noch reinsetzen? Sprechwunsch. Mal gucken, was man da melden kann. Weitere Lagemeldung. Feuerwehr ausgebreitet. Weitere Lage. Feuer hat sich ausgebreitet. Zusätzliche Rohre wurden vorgenommen. Weitere Rückmeldung folgen. Ja, ist richtig. Damit er da Bescheid weiß, was das hier so langsam außer Kontrolle gerät. Vielleicht kann der mal da hinten löschen oder so. Ich weiß nicht, ob der da hinkommt. Ich glaube nicht. Oder kann der da löschen? Doch, das geht, glaube ich. So wie es aussieht. Ja. Die schaffen es durch das Dach zu löschen. Das geht. Ist ja sehr gut. So, die löschen da hinten, glaube ich, jetzt irgendwie ein Gebüsch. Das ist sehr gut, das müssen wir machen. Naja, dann haben wir das gleich wieder unter Kontrolle, würde ich mal sagen. Aber noch ist das außer Kontrolle. Obwohl, ne, da kann er weiter löschen. Ja. Vielleicht sollten wir das Fahrzeug auch noch irgendwie aufbauen. Aber ich glaube, das ist zu übertrieben. Das brauchen wir nicht mehr. Da kann er hinten nicht löschen, ne?
Oder? Doch, kann der. Wir können die mit dem Feuerlöscher mal da weggehen. Kann der das da löschen? Ja, kann er. Dann können die da auch mal wieder weggehen. Sonst nehmen die nachher Schaden, weil die keine Atemschutzausrüstung haben. Gleich ist dort, denke ich mal, wieder unter Kontrolle. Sieht gut aus. Hier wird aber heute viel Wasser verbraucht, ne? Naja. Er kann da mal mitlöschen. Vielleicht kann der auch mal da hinten mitlöschen. Damit wir das auch gelöscht kriegen, kann er nicht, ne? Nee. Naja, okay. Na, so. Dann melden wir mal, dass das Feuer unter Kontrolle ist. Sonst macht er sich in der Leitstelle nachher noch Sorgen oder so. Das wollen wir ja auch nicht. So, weitere Lagemeldung. Ja. Weitere Lagemeldung, mehrere Rohre vorgenommen, Feuer unter Kontrolle, weitere Rückmeldung folgt von der Einsatzstelle. Ja, hat er verstanden? Ja, hat er verstanden. So. Da oben ist irgendwas auf. Könnte man hier eigentlich rein ins Gebäude? Ich glaube nicht, ne? Okay. Gut, das scheint doch noch ein bisschen zu dauern, bis er das hier gelöscht hat. Bis sie das hier gelöscht haben. Aber die sind ja alle dabei. Fast alle. Der kann... Kann der nicht hier? Nee. Nee, der ist an einem anderen Verteiler angeschlossen. Vielleicht kann der ja mal hier hin. Können die tauschen? Der können da nämlich löschen. So. Vielleicht können die ja mal mithelfen hier. Ah, kann er da löschen? Da so. Ja, kann er. Ah, das schaffen wir. Ja, hoffe ich. Ich meine, die versuchen da mit zwei Schläuchen die ganze Zeit diese Mülltonne da zu löschen. Was ist denn da drin? Brandbeschleuniger bestimmt, ne? Ja, vielleicht beschleunigen wir das Ganze mal ein bisschen. Baum löschen. Das breitet sich da hinten aber auch immer wieder aus, ne? So, nicht sinnlos rumstehen, ne? Das sollte man nicht tun als Feuerwehrmann, wenn man an einem Brandort ist. So. Dann können die das da löschen. Vielleicht. Oder löscht den Baum da oder sowas. Keine Ahnung, was er jetzt macht. Einmal weglaufen und wieder hinlaufen. So. So. Vielleicht können die mal kühlen, dass der Baum nicht wieder anfängt zu brennen, wenn die gerade nicht löschen.
auf dem Weg. So. Dann melden wir das mal. Fahrzeug 4 hört. Sprechwunsch. Fahrzeug 15 hört. So, zurückfahren. So, dann schließe ich mal die Schläuche hier ab. Also ist irgendwas abgelegt oder wie? Oder soll sich da abschließen? So. Weitere. Ne, Einsatzabschluss. Brandeinsatz, Feuer gelöscht. Ja, hat er verstanden. Das ist natürlich sehr gut. Was? Okay, da wird irgendwas angezeigt. Wahrscheinlich irgendwas mit der Pumpe oder so. So, dann, wenn die ihre Sachen abgelegt haben, stellen die sich mal hier irgendwo hin. Dann kann ich die ja gleich einteilen oder so. Ich habe gesagt, wenn ihr das abgelegt habt. Jetzt. Oh. So. Hat er das jetzt also abgelegt? Der auch? Na, ablegen. Oh. Wieso dauert das denn so lange? Oder funktioniert nicht richtig? Oh, oder wir müssen das alles aufheben und wieder zum Fahrzeug zurückbringen. Das kann natürlich auch sein. Vielleicht können die mal die Pumpe ausschalten. Aha. So. Die müssen es also zum Fahrzeug zurückbringen. Nein, nicht anschließen, sondern mit Shift geht das, kann man sagen, zurückbringen. Na gut. Räumen wir doch mal ein bisschen auf. Hier muss man ja alles aufräumen. Wieso gehen die denn so langsam? Denken die sich, es brennt nicht, dann müssen wir uns nicht beeilen oder was? Mann, nee, alles ganz entspannt hier. Da scheint schon ein Fahrzeug voll zu sein. So. Schon wieder voll. Alles voll hier. Da kann er noch was hinbringen. Der hebt das mal auf und der nimmt das. Da geht nicht. Kann er nicht aufheben, okay. Dann. Ja, das können wahrscheinlich nur die ohne Atemschutz, ja. Ich weiß auch nicht warum, aber ist halt so. Da können die mit Atemschutz sich ja vielleicht schon mal reinsetzen. Ah, der hat auch noch was in der Hand. Dabei ist das doch ein Atemschutzträger. So. Ja, das gehört halt auch dazu, alles aufzuräumen. Anscheinend. Ist schon bestückt. Dann nehmen wir das halt da. Ja. Hat er jetzt noch was in der Hand? Nein, er hat es abgelegt. Hebt er das halt auf. So. Der hebt das da auf. Der nimmt das da. Kann er nicht. Die können das irgendwie auch nicht. Dann gehen die. Die haben noch was in der Hand. Deshalb. Ach so. Ja, deshalb. Vielleicht können die das ja doch. Nein. Ah. Okay.